Hallo Raoul, ich bin es. Ich kann davon ausgehen, dass du deinen aktuellen Job erledigt hast? Gut. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Es gibt eine Konkurrentin, die ich nicht länger zu dulden gewillt bin. Was? Eine Frau? Du weißt, ich habe Regeln. Ich weiß, aber es sind Zeiten, in denen ich darauf keine Rücksicht nehmen kann. Und ich bin mir sicher, du kannst es auch nicht. Du hast eine Woche. Hey, Paul. Ich hab schon lange auf dich gewartet. Wir haben es ja ewig. Sorry. Ja, aber hier bin ich eigentlich. Worum geht's eigentlich? Wir haben uns ja schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Es geht um einen neuen Auftrag von mir. Na und? Schaust du hier nicht allein oder was? Ach, klar, natürlich. Aber seine Frau. Na und? Aber du weißt doch, ich hab noch nie eine Frau bearbeitet.
weiß einfach nicht, ob ich das fertig bringe. Aber natürlich, wieso nicht? Du weißt doch, in dieser Zeit ist es immer schwieriger, einen guten Job zu machen. Das Geld wird. Und deine Moral, deine Ethik ist überhaupt nichts mehr wert. Es ist Gift für uns. Das war schon immer so. Ja, ich weiß. Oder auch nichts. Meinst du, ich soll es tun? Warum nicht? Weißt du, wenn du es nicht tust, wird den Job irgendjemand anders holen. Vielleicht hat sogar ich. Entschuldigen Sie die Störung, ich habe mich in der Gegend verlaufen. Können Sie mir vielleicht ein Taxi bestellen? Ich kann nicht viel wissen. In Ordnung, warten Sie hier. Ich habe Ihnen ein Taxi bestellt. Vielen Dank.